Ja, einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen beim Elevate Festival, beim Panel Machiavellis Schatten, die dunklen Seiten von Macht und Geopolitik. Ich darf mich zum Beginn vielleicht kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Jakob Winter, ich bin Innenpolitikjournalist beim Nachrichtenmagazin Profil und darf dort seit circa 1,5 Jahren das Faktencheck-Projekt Faktiv leiten. Unser Ziel ist es, dass wir Desinformation aufspüren im politischen Diskurs, also dass wir Falschbehauptungen von Politikerinnen und Politikern aufdecken, richtigstellen und damit auch ihnen eine Wahlentscheidung zu ermöglichen auf der Grundlage von Fakten. Das ist sozusagen mein Auftrag. Heute in der Rolle des Moderators darf ich vorstellen unser hochkarätig besetztes Podium. Ich beginne mit der Frau gleich neben mir, mit der Liz Hirn. Sie ist Philosophin mit, sie kommt ursprünglich aus Graz, das heißt, sie hat einen Heimvorteil. Steiermark. Aber lange in Graz gelebt, ja. Lange in Graz gelebt, inzwischen in Wien tätig. Ja, sie hat international, sie hat in Österreich an Unis gelehrt und sie hat kürzlich auch ein Buch geschrieben. Und dieses Buch trägt den ein bisschen provokanten Titel Machtpolitik böse. Und wir werden heute auch darüber sprechen im Detail und bin schon gespannt auf Ihre Inputs zum Thema Machtpolitik. Gleich daneben Raimund Löw, man kennt ihn aus dem Fernsehen, man kennt ihn vom Falter Radio, er war langjährig ORF-Korrespondent in vielen Ländern, er war einerseits im ORF-Büro, der Büroleiter sogar dort in Brüssel, er war in Washington, in Peking und auch in Moskau in einer sehr spannenden Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Gorbatschow. Und etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die demokratische Revolution in Moskau hat es auch gegeben. Also Sie sehen schon, ein Mann, der in den Ländern, über die wir heute auch sprechen werden, auch selber tätig war, journalistisch tätig war, auch mal Chinesisch gelernt hat, wie ich im Vorgespräch erfahren durfte, aber das ist jetzt inzwischen ein bisschen eingerostet leider. Ja, und die dritte im Bunde ist die Katharina Zwinz. Sie ist eine Kollegin von mir beim Nachrichtenmagazin Profil. Sie ist auch beim Faktencheck Faktiv tätig. Wir durften letztes Jahr schon einmal ein Panel hosten und freuen uns, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Und die Katharina hat eine spannende Vita. Sie war nämlich vor ihrer journalistischen Zeit unter anderem als Juristin im österreichischen Innenministerium tätig, also in der Exekutive. Und sie hat sich dann irgendwie gedacht, sie wechselt auf die, sage jetzt provokant, gute Seite der Macht und kontrolliert das Innenministerium und da gibt es ja auch ein bisschen was zu kontrollieren. Schön, dass du jetzt bei Profil bist und genau, auch auf deine Inputs zum Thema Desinformation sind wir sehr gespannt. Ich möchte beginnen mit Ihnen, Herr Löw, mit der ersten Frage. Seit über einem Jahr tobt jetzt der Krieg in der Ukraine und es gibt eine Frage, die sich viele Menschen bis heute stellen und das ist die Frage nach dem Warum. Was ist aus Ihrer Sicht das Motiv für diesen Krieg? Geht es da ganz simpel um Landgewinn? Geht es wieder darum, Russland auf der Weltbühne relevant zu machen oder geht es auch darum, von innenpolitischen Verwerfungen abzulenken? Was treibt Putin? Ich glaube, es ist eine vielschichtige Antwort, die nötig ist. Und sie erinnert uns eigentlich, dass das, was vor einem Jahr passiert ist, weit über das hinausgeht, was wir jetzt täglich an militärischen Auseinandersetzungen da oder dort, ein Vorort von Bachmut genommen oder nicht. Es ist nicht eine Frage des Territoriums, was für Fahnen dort sind, welche Soldaten dort bestimmen, wer letztlich dort in einem bestimmten Territorium das Sagen hat, sondern es geht um eine, davon bin ich total überzeugt, um eine grundsätzliche Frage, wie die tiefer geht, was für eine Auseinandersetzung wir haben,
unsere gesellschaftliche Entwicklung, die politische Entwicklung, die jetzt zugespitzt ist beim Militärischen. Rein von der Sache selbst, was da vor einem Jahr passiert ist, ist relativ klar. Der Wladimir Putin war überzeugt, es wird einen erfolgreichen Handstreich geben, in 3-4 Tagen ist Kiew erobert, der Zelensky ist vertrieben oder umgebracht, ist eine Marionette dort eingesetzt und die ukrainischen Streitkräfte werden kapitulieren. Ja, die Amerikaner werden vielleicht sich ein bisschen aufregen, aber letztlich wird es möglich sein, die Amerikaner von den Europäern, die Europäer untereinander zu trennen, und das wird, dieser militärische Vorstoß wird sich auszahlen. Der interessant ist, wenn man ein bisschen nachsieht, was da vorher passiert ist, dass der CIA in dem Fall ausnahmsweise monatelang recht gehabt hat. Das CIA ist oft total falsch gelegen, hat uns auch oft belogen, in dem Fall nicht. Aber die früheren Lügen haben dazu geführt, dass viele dem nicht geglaubt haben. Und bis zwei, drei Tage vor dem Überfall hat man in europäischen Hauptstädten das noch immer nicht glauben können. Obwohl der CIA-Chef, der ein erfahrener Außenpolitikmann ist, der war Botschafter in Moskau, ist 3 Monate vor dem Angriff nach Moskau gefahren und hat dem Patruschew, dem Außenpolitikberater des Präsidenten und den Militärs, gesagt: Leute, wir wissen alles, was ihr vorbereitet. Wir haben alle Informationen über Spionage, über Satelliten, alles Mögliche. Und die haben gesagt: Niemals, das können Sie nicht wissen, das sind ja alles noch Manöver, wie kommen Sie drauf? Und der hat ihnen das vorgelegt. Und also nachdem wir dann nach Washington zurückgekommen sind, hat er gesagt: Die waren platt. Also er hat auch mit Putin telefoniert, ihm das auch gesagt. Er hat gesagt: Wir wissen genau, dass das eine Lüge ist mit den Manövern, dass ihr eine Invasion vorhabt und dass das dort und dort beginnen wird und so ablaufen wird. Trotzdem hat sich die russische Führung dazu entschieden, dieses Risiko einzugehen. Und Sie haben einfach spekuliert. Ne? Das eine ist die Fehleinschätzung, aber ich glaube, es geht viel tiefer. Das ist eine militärische Auseinandersetzung, die Kulminationspunkt einer großen, tiefen politischen Auseinandersetzung ist. Denn die russische Führung ist drauf und dran, versucht, eine Revanche für die demokratischen Revolutionen von 89. Das ist der Versuch, das in der russischen Außenpolitik, seit auch Innenpolitik, ist der Versuch, ein Rollback gegenüber dem, was es an demokratischen Revolutionen gegeben hat, 89. Das ist der tiefere Sinn. Und das ist auf den verschiedensten Ebenen. Das sozusagen vor einem Jahr, das war der militärische Höhepunkt, der Wendepunkt wahrscheinlich war die Annexion der Krim und die Art, wie der Westen reagiert hat, auch wie die russische Gesellschaft reagiert hat. Aber letztlich geht es darum, dass Russland heute als Atommacht eine revanchistische Macht geworden ist. Das hat sich in der Geschichte immer wieder gegeben, es hat nie gut geendet. Eine revanchistische Macht geworden ist, die sich ausrichtet, ein Rollback dessen, all dessen, was es an demokratischen Revolutionen und Errungenschaften 89 gegeben hat. Und das beschränkt sich jetzt, das ist noch weiter, das sage ich nur ganz kurz, das beschränkt sich ja nicht auf die Auseinandersetzung, eine revanchistische Führung in Moskau und der Ukraine, wo man sagen kann, das ist sowas wie ein antikolonialer Kampf vielleicht, den die Ukraine führt oder den Westen, sondern das passiert gleichzeitig mit einer großen Auseinandersetzung in demokratischen Westen. Vergessen wir nicht, nach wie vor, der Donald Trump schreibt dauernd, dass die Russen recht haben und dass der Putin recht hat. Natürlich sind jetzt die pro-russischen Parteien, die das waren, sind jetzt ein bisschen still seit dem Angriff. Aber nach wie vor ist das da. Das heißt, wir haben diese Auseinandersetzung um das Rollback von 89, haben wir militärisch in der Ukraine, politisch in der Weltpolitik und innenpolitisch in allen Staaten des Westens. Das ist die Situation, und da denke ich mir, also die Sache Zeitenwende, was der deutsche Kanzler gesagt hat, das stimmt. Er hat so ein bisschen zu wenig erklärt, warum genau, zu wenig die Konsequenzen gezogen. Aber das stehen wir. Über Putins Freunde im Westen werden wir heute noch Gelegenheit haben zu sprechen. Katharina Zwins, an das anschließend. Putin hat ja als Rechtfertigung für diesen Krieg angeführt, die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Eigentlich habe der Westen vielmehr diesen Krieg begonnen und nicht er. Das ist jetzt eine Frage für die Faktencheckerin. Was kann man dem entgegenhalten? Kann man dem was entgegenhalten? Ja, man muss
Vielleicht den Blick in die Vergangenheit wagen. Bereits vor einem Jahr in der ersten großen Rede hat Putin verschiedenste Argumente gebracht, um den Krieg zu rechtfertigen. Eins hast du eben angesprochen, der Westen sei eigentlich schuld an dem Ganzen. Und da betreibt er eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Er versucht, den Krieg zu legitimieren in Russland, aber gleichzeitig eben auch den Westen zu destabilisieren. Klassisches Argument ist etwa, dass die NATO und die USA versprochen hätten, der Sowjetunion damals die NATO nicht zu erweitern in den Osten, ein Versprechen, das nicht eingehalten wurde, dementsprechend die Bedrohung, dementsprechend musste man eingreifen, du hast angesprochen, die Entnazifizierung in der Ukraine, gleichzeitig auch der Genozid, der in dem Osten der Ukraine stattfinden wird, also das sind sehr, sehr viele Informationen, die er in seinen Reden immer wieder propagiert, die dann auch in den Medien aufgenommen werden, in den staatlichen Medien und auch über die Grenzen weitergetragen werden. Lis Hirn, jetzt argumentieren Sie in Ihrem Buch, ich habe es angesprochen, das Buch Macht Politik böse, dass Politik nur so böse sein kann, wie wir, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, sie sein lassen. Ich nehme jetzt einmal an, das bezieht sich auf demokratische Gesellschaften, bezieht es sich auch auf Länder wie Russland, wie Belarus, wo eher autokratisch regiert wird? Ich wünschte, es würde sich nur auf Demokratien beziehen. Aber de facto, wenn wir uns anschauen, wie Autokratien entstehen, und das 20. Jahrhundert ist ein gutes Abbild davon, dann sehen wir, dass es sehr oft aus Demokratien heraus sich entwickelt. Das heißt, dass einfach autoritäre Faktoren in einer Gesellschaft zunehmen, eine Abwertung ist auch der überwachenden oder kontrollierenden Organe etc., ein Verfall dieser Institutionen. Also man kann das nicht so einfach trennen und sagen, ja, die sind sozusagen frei zu sprechen, sondern nein, wir sind immer verantwortlich, vor allem auch in unserer Rolle als, ich sage immer so schön, neben Job-Politikerinnen. Also jeder von uns in einer Demokratie ist das ein Stück weit, und zwar nicht nur, wenn er wählt oder nicht wählt, sondern auch in dem, wie man sich beteiligt, wie man sozusagen auch seinen Alltag lebt, welche Entscheidungen man zulässt. Ja. Und das fehlt mir ein bisschen, oder ich glaube, das ist auch so, was ich jetzt mitbekomme, wenn wir über diese Systeme diskutieren und dann auch die Frage ist, wie stark ist der demokratische Westen gegenüber diesen autoritären Systemen. Also wir haben eigentlich ziemlich viel gute Argumente auch, übrigens auch durch die Pandemie, zu sagen, ja, Demokratien sind in vielen Bereichen extrem ineffizient. Sie sind wahnsinnig langsam, weil ein Konsens muss errungen werden und es braucht Zeit. Und da wird auch oft gestritten. Da würde ich jetzt gleich eine Lanze brechen wollen für, wie gut ein Streit ist, wenn er mit Niveau passiert. Der Jacques Rancière hat es mal ganz gut gesagt in seinem Buch Das Unvernehmen. Ja? Also in einem Staat, in einem Land, wo nur Konsens herrscht, da braucht man eigentlich keine Demokratie mehr, da reicht die Polizei, die alles regelt. Da sind ja eh alle einer Meinung. Also eigentlich ein niveauvoller Streit ist ein Zeichen von einer Demokratie, die verschiedene Interessen zulässt. Allerdings der Nachteil, wie gesagt, Entscheidungen dauern länger. Wir haben gesehen, ob Maßnahmen eingeführt werden, wie auf die Klimakrise reagiert wird etc. Es braucht alles Zeit. Auf der anderen Seite sind diese Dinge natürlich wesentlich besser legitimiert und haben die Chance, dass sie halt nochmal kontrolliert werden können. In autoritären Systemen geht es schneller. Da entscheidet dann einer. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Telefon greife und was bestimmen kann. Aber die Folgen etc. oder die Kontrollorgane sind eben auch nicht da, um einzugreifen. Herr Löw, Russland hat ja jetzt in der Vergangenheit sehr stark versucht, das westliche Bündnis oder jedenfalls die Verbündeten der Ukraine zu spalten. Es ist die Kältekarte, wenn man das so nennen will, gezückt worden. Also wenn ihr weiterhin die Ukraine unterstützt, dann werdet ihr im Winter frieren. Man hat auch mit anderen Mitteln versucht, auch mit Nahrungsmittelpolitik, mit Getreidelieferungen versucht, da eine Spaltung herbeizuführen. Wie geeint sind denn die Unterstützer der Ukraine Stand heute noch? Ich glaube, es ist noch nicht vorbei und es ist noch nicht entschieden. Genauso wenig, wie es innenpolitisch entschieden ist, wie es in Europa weitergeht, wie es in Amerika weitergeht, ist auch nicht entschieden, ob diese Solidarität mit der Ukraine hält oder nicht. Aber man muss sagen, dass die Resilienz sowohl militärisch der Ukraine als auch der ukrainischen Gesellschaft, als auch des Westens und der Europäer beachtlich war. Also das ist etwas, wenn wir sozusagen das Bild haben international, wir haben eine Offensive völkischer, nationalistischer, autoritärer Kräfte von Moskau bis zum Kapitol in Washington vor 2 Jahren, dann
muss man gleichzeitig dazu sagen, ja, aber das war nur begrenzt erfolgreich. Da war die Resilienz der demokratischen Kräfte und die militärische Resilienz des Zelensky und seines Generalstabs war groß. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Also wenn wir sozusagen, wir sind alle keine Militärexperten, aber die Militärexperten erklären uns, okay, seit ein paar Monaten ist die Front blockiert und da geht nicht wahnsinnig viel weiter in die eine oder andere Richtung. Das ist schon ein relativer Erfolg für die Ukraine. Denn die Idee des russischen Generalstabs war, also man marschiert auf jeden Fall über Kiew hinaus und vielleicht noch viel weiter in den Westen. Der frühere russische Präsident Medvedev hat gesagt, also unser Kampf, unser Krieg geht eigentlich gar nicht gegen die Ukraine. Also die Ukraine, hat man, wenn man sich das liest, diese Reden und diese Interviews des Putin, also die Ukraine existiert eigentlich gar nicht. Das eigene Volk, das eigene Nation, das ist irgendwie ein Nebenprodukt der russischen Geschichte. Es geht gegen den Westen. Und der Medvedev sagt, also wir werden das, also wie lange wir kämpfen werden, wenn es bis zur polnischen Grenze geht, bis zur Grenze des NATO-Landes. Das heißt, was eine klare Drohung ist natürlich in Richtung Polen, werden wir das durchkämpfen. Und das ist auch, muss man sagen, jetzt die Situation, die Ressourcen natürlich eines autoritären Regimes, das sind groß. Die Militär, die Rüstungsindustrie in Russland kann was. Ja. Die Ressourcen sind groß. Und das Tragische dabei ist, dass das, was es am Anfang doch Hoffnung gemacht hat, nämlich die Antikriegsproteste in Russland, sind durch die Repression, aber auch durch diese Sprache des Regimes und durch diese Botschaft des Regimes, das muss sein, damit wir wieder unseren imperialen Status zurückbekommen, sind die in den Hintergrund gedrängt worden. Und die Umfragen, was man da wirklich genau im Detail, würde ich denen nicht sehr glauben, aber generell, sowohl individuell, die Leute, die Kolleginnen und Kollegen, die in Russland sind, die russischen Soziologen, Umfragen ergeben, also Putin ist mit seiner Kriegsführung, kommt mit seinem Argument durch. Und ein großer Teil der russischen Gesellschaft sagt, ja, das ist glaubwürdig, wir müssen irgendwie Krieg führen. Und nicht nur Krieg führen, sondern auch Gewalt anwenden. Also letzter Punkt. Das ist, also ich habe viele Kollegen gefragt, bitte hat das keine Auswirkungen, die vielen Gefallenen, die vielen Toten, die vielen Zerstörungen in der Ukraine? Und die Antwort ist, in der Diktion des russischen Fernsehens, der russischen Führung, ist das irrelevant, weil das gehört dazu. Die sagen, Krieg muss sein, Gewalt muss sein, Opfer müssen sein, damit wir wieder ein Imperium werden. Und das ist sozusagen Stahlbad in der deutschen, wir kennen das aus der deutschen Philosophie vor dem Ersten Weltkrieg. Und das macht Angst und zeigt, das wird eine lange Auseinandersetzung. Ich nicht glauben, dass das in ein, zwei Jahren vorbei ist. Das knüpft auch ein bisschen an das an, was die Liz Hirn gesagt hat, mit autoritären Regimen. Ja, und auch nochmal, um das zu unterstreichen, dieser Mythos am Anfang des Krieges, ja, die russische Bevölkerung muss ja nur aufgeklärt werden und dann wird sich alles ergeben und dann wird sich Putin nicht halten, hat sich ja als Trugschluss erwiesen. Deshalb nochmal unterstrichen, die Politik, die wir haben, ist schon die von den Bürgern auch gewollt oder akzeptiert wird. Wir sind also in der Situation, dass diese Politik zumindest von gewissen Mehrheiten gewollt wird, noch. Schauen wir mal. Aber interessant ist, ganz richtig bemerkt, es ist einfach anders, wenn die Ideologie eines autoritären Systems dahin geht oder einer Autokratie zu sagen, Gewalt muss eben sein. Das haben wir nicht. Das heißt, es ist auch schwieriger, sozusagen einen Krieg hier zu legitimieren oder kriegerische Einsätze. Und ich möchte es jetzt gar nicht abwerten. Ich finde das gut, dass es hier mehr Engagement braucht oder mehr Aufklärung braucht, um zu sagen, wir müssen jetzt beispielsweise Waffen liefern oder überhaupt militärische Einsätze überlegen. Ja? Das ist aber in Demokratie normalerweise normal. Das heißt, ich muss mich ja sozusagen auch für die einzelnen Opfer erkenntlich zeigen oder zumindest gute Gründe anführen, warum die sein müssen. Das habe ich in einer Autokratie nicht notwendig. Da reicht es, wenn ich eine gewisse Abfindung zahle an die Familien und sage, wenn du nicht gehst, dann kommst du halt ins Gefängnis. Ja? Also insofern haben wir es da schon mit anderen Vorzeichen zu tun, auch diesen Konflikt zu führen. Aber ich würde nochmal unterstreichen wollen, es geht hier nicht nur um den Imperialismus, das ist auch ein Punkt, aber es ist tatsächlich auch ein Kampf gegen
eine Haltung gegen unsere Werte und gegen das, wie der Westen zumindest versucht zu leben. Da ist vieles natürlich, was zu hinterfragen ist. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten starke Diskussionen rund um Postkolonialismus etc., ganz, ganz viele Debatten. Aber es ist schon, auch wenn man das Wording sieht, nicht nur vom Kreml selbst, sondern auch von der orthodoxen Kirche vor Ort, eindeutig auch ein Krieg sozusagen gegen die Freiheiten einer liberalen Welt. Es geht schon stark in die Richtung des Duells der Systeme, Demokratie gegen Autorität. Da kommen wir dann später, darf ich spoilern, auch noch ein bisschen dazu. Jetzt Katharina Zwinz. Jetzt ist es ja so, dass Sie haben gesprochen von den Ressourcen, die Russland in diesen Krieg investiert. Und diese Ressourcen, die sind ja nicht nur am Boden oder in der Luft zu bemerken, sondern sie sind auch online zu bemerken. Wenn wir nur daran denken, und diese Berichte gibt es ja immer wieder, dass eben nicht nur Truppen in die Ukraine einfallen, sondern auch Trolle, nämlich russische Trolle, in den Timelines sich herumtreiben, österreichischer Userinnen und User, aber auch europäischer generell in liberalen Demokratien. Wie macht Russland das? Wie läuft staatlich gesteuerte Desinformation? Ja, grundsätzlich mal, Desinformation ist ja das gezielte Streuen von irreführenden und falschen Informationen, um die Empfängerinnen und Empfänger zu beeinflussen, zu manipulieren. Und da gibt es verschiedene Hintergründe, gerade im Bereich jetzt Russland. Einerseits um die eigene Bevölkerung auch den Rückhalt der eigenen Bevölkerung für den Krieg auch zu gewinnen, aber natürlich auch eben, wie wir gerade schon gehört haben, den Westen zu destabilisieren. Und da spielen auch soziale Netzwerke eine große Rolle. Das Ganze ist gerade im Bereich der russischen Regierung sehr organisiert, sehr orchestriert. Die deutsche Regierung hat zuletzt ausgewertet, seit Beginn des russischen Angriffskrieges gibt es immer mehr Bots, sozusagen immer mehr gefälschte Accounts, Nachrichtenaccounts, die russische Propaganda im Internet verbreiten. Es gibt russische Staatsfernsehen, auch in anderen Staaten, wo die russische Propaganda verbreitet wird. Und vielleicht ein praktisches Beispiel, ein Kollege vom Nachrichtenmagazin Profil hat zuletzt die sogenannten Moskau-Mails aufgedeckt, wo auch ein bisschen das System schön beschrieben wird, was dahinter eigentlich steckt. Und zwar wurden da E-Mails aufgedeckt, und zwar von einem russischen Mitarbeiter des russischen Parlaments, der sehr stark für die Propaganda verantwortlich war, und der war auch im Kontakt mit der FPÖ in Österreich. Und da ging es auch sehr stark darum, Berichte über das russische System in Medien in anderen Staaten einzupflanzen, in rechten Medien, zum Beispiel in der Schweiz ist tatsächlich dann auch ein Artikel erschienen, der die russische Propaganda sehr schön im Sinne des russischen Mitarbeiters rübergebracht hat. Es ist dann auch in diesen E-Mails die Rede von Spenden dafür, dass im österreichischen Parlament eben auch ein Antrag eingebracht wird, dass Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Der Antrag wurde dann tatsächlich auch eingebracht, aber dann ist nicht durchgegangen. Ganz genau, ja. Ob Geld geflossen ist, das wird bestritten. Und auch zum Beispiel ein konkretes Beispiel aus meiner täglichen Arbeit. Wir hatten mal beim Profil den russischen Botschafter, der ein Interview gegeben hat und der erklärt hat, dass Russland gar keine zivilen Ziele bombardieren würde, sondern dass die Ukraine selbst Explosionen dort verursachen würde. Und da gab es konkret ein Beispiel eines Krankenhauses in Mariupol. Ich habe mir das dann näher angeschaut, mit Militärstrategen gesprochen. Wir haben uns die Bilder angeschaut, die das analysiert haben. Ich bin bei weitem keine Militärexpertin, aber die Herren, mit denen ich gesprochen habe, konnten das genau analysieren und konnten sagen, das deutet keinesfalls darauf hin, dass es wirklich von Russland, von der Ukraine selbst, Entschuldigung, gemacht wurde, sondern dass es eindeutig eben von Russland da angegriffen wurde. Also sehr viel Energie fließt da auch in einen Desinformationskrieg offenbar. Jetzt würde mich interessieren, wir haben derzeit viel, Raimund Löw, derzeit viel Fokus auf dieses Duell der Westen, wenn man das so will, beziehungsweise jedenfalls die ukrainischen Bündnispartner versus Russland. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen geopolitischen Player, nämlich China, der da ein bisschen untergeht. Jetzt gewinnt er wieder mehr an Beachtung, weil sich die Frage stellt, werden die Waffen liefern an Russland, und weil natürlich auch in Diskussion steht, wie neutral die chinesische Neutralität tatsächlich ist. Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, dann ist sozusagen der große Konkurrent, wenn man jetzt davon ausgeht, von einer Vormachtstellung der USA, ja nicht mehr Russland, sondern eher China. Sehen Sie das auch so?
Das ist der Rahmen, der also die ganze instabile Situation der Welt die noch instabiler macht. Weil sozusagen im traditionellen Kalten Krieg, man hatte das westliche Imperium mehr oder weniger gut funktioniert, hat das Moskauer Imperium hat mehr oder weniger gut funktioniert, aber die Fronten waren gegeben. Es hat Stellvertreterkriege gegeben, wenn man will, wenn man das so nennen will, aber die nicht nur Stellvertreterkriege waren, sondern auch natürlich reale Auseinandersetzungen. Es hat die Dritte Welt gegeben. Aber das war stabile internationale Machtverhältnisse, globale Machtverhältnisse stabil. Und das ist durch den Aufstieg Chinas zur Weltmacht nicht mehr der Fall. Das ist dadurch in Frage gestellt. Wir hatten seit den Revolutionen von 89 de facto ein Vierteljahrhundert, in dem die USA die einzige wirklich globale Weltmacht waren, militärisch, wirtschaftlich, auch politisch. Und jetzt haben wir seit 10, 15 Jahren den Aufstieg Chinas als Weltmacht. Das bringt alles durcheinander. Und diese Veränderung der Rolle Chinas in der Welt ist riesig. Ja? Wir haben also vor Xi Jinping, vor seinen Vorgängern, gab es sozusagen den Deng Xiaoping, den großen Reformer. Der hat immer in guten Sprüchen Ratschläge gegeben, die gut verständlich waren, auch zur Außenpolitik. Er hat zum Beispiel gesagt, also unsere Außenpolitik soll möglichst bescheiden sein, möglichst klein sein, damit niemand merkt, wie rasch wir groß und stark werden. Und Xi Jinping, der jetzige Führer, hat das umgedreht. Er sagt, nein, im Gegenteil, wir müssen als Weltmacht akzeptiert werden, wir müssen als Weltmacht einen Platz finden im globalen Kräfteverhältnis. Und das sind Verschiebungen, die in der Geschichte immer wieder passiert sind, dass man eine Weltmacht hat, die sozusagen der traditionelle Platzhirsch ist, der von einem Newcomer oder von mehreren Newcomern nicht mehr anerkannt wird und China sagt das ja ununterbrochen, der Westen verfällt, der Westen ist geschwächt, die USA sind nur mehr ein Schatten ihrer selbst, wir sind genauso stark und sollen genauso wichtig sein. Und das ist eine Verschiebung in der globalen Politik, die gefährlich ist. Also es gibt einen Historiker aus Harvard, Graham Allison, der hat untersucht in der Geschichte der letzten 500 Jahre Fälle, in denen eine aufsteigende Weltmacht sich reibt mit den Platzhirschen. Hat, glaube ich, 16, 17 solche Fälle untersucht und von den 16, 17 Fällen haben 12 zum Krieg geführt, zu einer militärischen Auseinandersetzung geführt. Das ist ja auch eine Erklärung für den Ersten Weltkrieg, ist sozusagen das Imperium, das britische Imperium herausgefordert durch die deutsche Rüstung und die deutsche Präsenz hat dann dazu geführt, dass das irgendwie militärisch mal versucht hat, das zu lösen. Das ist, glaube ich, die zweite große Gefahr, die wir jetzt haben, dass es den USA nach wie vor Führungsmacht und China nicht gelingt, eine Neuorganisation des internationalen Kräfteverhältnisses zu schaffen, die nicht militärisch ausgetragen werden muss. Und China ist jetzt verbündet mit Russland, ist mit Putin verbündet und das soll man nicht kleinreden. Also China versucht natürlich immer zu sagen, ja, wir sind da nicht wirklich dabei und wir hätten gern, dass dort Frieden ist und dass sich alle verstehen, aber de facto ist das eine Allianz mit Putin und der Russischen Föderation. Die Friedenspläne sehen ja vor, ja, dass die Ukraine auf die Gebiete, die von Angehen verzichtet. Das sind Friedenspläne, die nicht wirklich dazu da sind, um jetzt irgendwo verhandelt zu werden, sondern dazu da sind, zu sagen, wir als China sind präsent, wir wollen mitmischen und auch der eigenen Bevölkerung sagen, wir haben ja einen Plan, nur leider der Rest der Welt hält sich nicht an unsere tollen Pläne. Also ist China ein bisschen der lachende Dritte dieses Konflikts? Das ist auch zu früh zu sagen, weil man natürlich nicht die Dynamik kann natürlich auch in die Richtung einer zunehmenden wirtschaftlichen Auseinandersetzung gehen, die China große Probleme schafft. Im Augenblick ist es so, dass China auf sein Bündnis mit Putin und mit Russland setzt, weil in der Konfrontation mit den USA natürlich es die größte Atommacht der Welt oder zweitgrößte Atommacht der Welt an seiner Seite zu haben im UNO-Sicherheitsrat, in den Vereinten Nationen, ist ein Asset, auf den
auf das verzichtet man nicht. Also von daher glaube ich, dass es schon sein kann, wenn das irgendwann einmal China versucht, Brücken zu einer Lösung zu bauen, aber nur, wenn vorher der Kreml sagt, okay, das wollen wir auch. Also eine selbstständige Initiative von der chinesischen Führung, die bedeutet, dass sich China gegen den Kreml wendet, gegen Russland wendet, ist in der jetzigen Situation nicht zu erwarten, würde ich auch für einige Zeit ausschließen. Alles ist anders natürlich, wenn Russland verliert. Wenn klar ist, also Putin muss aufgeben seine Ziele, dann ist die Situation anders. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, ist China zwar im Ukraine-Krieg ein Faktor oder ein Player, der sagt, das ist nicht unser Krieg, aber der gleichzeitig nicht wirklich eingreift. China ist ein Stichwort, aber Input geben zu dem Thema. Ich glaube, was auch interessant wäre, ist, jetzt kommt so diese philosophische Begriffsglauberei rein, ja? Na, aber dass man sich darüber klar wird, was wäre jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Sieg und Nicht-Verlieren? Also was heißt jetzt, die Ukraine siegt oder die Ukraine verliert nicht und umgekehrt, was wäre das jetzt auch im Hinblick auf Russland? Und da könnte der lachende Dritte natürlich schon China sein, wenn jetzt Russland sozusagen zerrissen wird. Also es gibt ja auch verschiedene Szenarien da und das ist ja auch in der Propaganda von Putin drinnen zu sagen, gut, also wir müssen sozusagen gewinnen, wenn wir nicht gewinnen, sozusagen zerreißt uns, dann gibt es uns gar nicht mehr. Das ist ein starkes Narrativ. Also ich glaube, damit könnte man auch den Westen bannen. So, aber jetzt die Frage. Die Frage geht jetzt eher an Sie. Also China ist für mich jetzt das nächste Stichwort zum nächsten Thema. China ist ja nicht nur jetzt ein wirtschaftlicher Player, der immer wichtiger und relevanter wird. In unserer Weltordnung ist es nun mal so, dass ökonomische Macht auch politische Macht bedeutet, sondern auch ein digitaler Riese, die technologisch sehr, sehr effizient arbeiten. Und es gibt einen Bereich, der jetzt in den Fokus politischer Debatten gerückt ist, nämlich die Social-Media-App TikTok. Sie kennen sie, wo europäische Regierungen, auch US-amerikanische Regierung, die französische Regierung, offenbar die Sorge hat, dass diese App die Chinesen verwenden, um zu spionieren. Wie sehen Sie denn das? Haben die europäischen Politikerinnen und Politiker dieses Thema nämlich auch der digitalen Infrastruktur ein bisschen verschlafen? Weil wenn wir uns anschauen, wer digitale Infrastruktur schafft, das sind US-amerikanische private Konzerne, es sind auch Unternehmen in chinesischer Hand, europäische soziale Netzwerke sucht man eigentlich vergeblich. Ich glaube, ich würde, weil wir jetzt gerade vorher über Supermächte schon einiges gehört haben, aufsteigende und noch, ich glaube, wir sollten auch die digitale Supermacht hier reinführen als Begriff. Also es gibt eine digitale Supermacht und wenn man sich anschaut, ist nicht nur, wenn man jetzt auf TikTok schaut, aber auch wenn man sich jetzt ChatGPT anschaut, wo ich ehrlich gesagt sehr erstaunt bin, dass wir erst jetzt über eine Regelung sprechen, die sozusagen beispielsweise TikTok einschränkt. Also ist für mich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil die Diskussion gerade in China auch so weit war, dass man sagt, man beschränkt für eine Stunde pro Tag, man spielt sozusagen in die Timeline, gerade von jungen Leuten, gewisse Videos rein, nicht alle. Das heißt sozusagen in den Westen die Zerstreuung, unendlich, das ist sozusagen dann die Freiheit, ja, für mich ein sehr missgedeuteter Freiheitsbegriff zu sagen, ihr habt einfach alle Apps und jetzt tut's, was ihr wollt damit, zu einem System, das sagt höchstens eine Stunde und wir wählen die Inhalte aus und ihr bekommt nicht eine Stunde quer durch Blödsinn und ab und so was Gutes reingespielt. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, dass hier in Westen, und ich weiß, das ist jetzt ein gefährlicher Begriff, weil er so diffus ist, aber in den westlichen Demokratien gerade die Digitalität oder überhaupt diese digitalen Supermächte so nebenbei behandelt werden. Es scheint so, als ob wir keine Experten, Expertinnen hätten, die wirklich wissen, was passiert, was sozusagen diese künstliche Intelligenz auch für Auswirkungen auf demokratische Systeme hat. Wir haben es quasi so nach und nach mitbekommen durch die Einflussnahme von Russland in die Wahlen, beispielsweise in den USA oder in die Brexit-Geschichte. Und bis dahin war das so, naja, man lässt halt gewähren und wer kann, der kann. Also ich bin eigentlich sehr erstaunt, dass wir nicht schon längst, gerade in den Demokratien, wesentlich
stärker reglementieren. Ich würde mir das auch wünschen und vor allem den digitalen Raum jetzt. Den digitalen Raum und auch die Apps und das nicht verstehen als wir schränken die Freiheiten ein, sondern wir gewährleisten die Freiheit, die richtigen sozusagen Infos zu kriegen, keine Fake News zu kriegen. Wir machen einen sicheren Raum für all die Personen, die in der EU beispielsweise oder in Europa diese Räume benutzen. Wir schauen darauf, dass die Daten nicht einfach lecken, weitergegeben werden oder irgendwohin an Dritte, Vierte verkauft werden. Also mir fehlt das ganz stark. Und ich würde deshalb plädieren, dass man wirklich von einer digitalen Supermacht redet und sagt, wer steht eigentlich dahinter? Was sind die Player? Und wenn man sich die Player oder die Investoren von ChatGPT ansieht, muss ich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum wir sie verwenden. Also jetzt philosophisch gesehen wäre meine Frage, wir könnten es auch nicht verwenden. Also es könnte ein Entschluss sein. Ich weiß, das klingt jetzt schon fast atemberaubend naiv, ne? Aber wie könnte man so etwas nicht tun? Die Entwicklung der Produktivkräfte, die können auch Philosophen nicht stoppen. Sozusagen, ja. Nein, aber es ist tatsächlich die Frage, also wir spielen nicht nur mit, wir füttern auch die Systeme und wir verwenden sie in einer sehr, sehr großen Naivität. Wir könnten sie auch in derselben Naivität nicht nutzen. Also ich will es jetzt gesagt haben, ich bin sehr überrascht, dass wir da gerade in den demokratischen Ländern nicht viel, viel rigider vorgehen. Okay. Kurzer Zwischenapplaus, weil auch, Sie meinen auch, weil Algorithmen natürlich Machtsteuerung ermöglichen, ne? Wer was in seinen Timeline sieht. Und wir wissen doch alle jetzt schon, dass es nicht neutral ist. Mhm. Und da ist jetzt keine Verteufelung der Technik damit gemeint. Aber ich glaube, und jetzt ein bisschen so im Günther Andersen Sinne, letztes Jahr war ja sozusagen sein großes Jubiläum, diese Techniken schon verstehen zu lernen, die Gefahren auch wahrzunehmen und sie regulieren zu lassen, hielte ich ja für das Notwendigste, gerade in Demokratien, wo wir wissen, wir brauchen Kontrollmechanismen, damit es funktioniert. Dass jetzt Autokratien ihr eigenes Spiel damit treiben und wir sehen ja, dass sie missbrauchen, ist ja vollkommen klar. Aber ich bin wirklich überrascht, dass wir hier keine anderen Ansätze gefunden haben noch. Vielleicht darf ich jetzt ganz kurz den Moment nutzen, auch Sie dann einzuladen. Also wir werden jetzt noch circa 20 Minuten am Podium diskutieren und dann würden wir das Forum auch aufmachen. Dafür ist das Elevate Festival auch bekannt und gedacht, dass Sie gerne Ihre Fragen dann an die Teilnehmerinnen des Podiums richten. Ich möchte jetzt noch kurz bei den sozialen Medien bleiben, weil Machtpolitik und Populismus natürlich irgendwie davon befördert wird. Es gibt oft die Rede davon, dass soziale Netzwerke sowas wie Empörungsbeschleuniger, Brandbeschleuniger sind, weil sie negative, auch polarisierende Inhalte besonders nach oben ranken. Der Raimund Löw hat vorher Donald Trump angesprochen. Also es ist schon so ein Politikertypus, der auch durch Social Media groß geworden ist. Kann man das so sagen, Katharina Zwins, oder anders gefragt, wie verändern soziale Medien Politik? Vielleicht gleich zum Beispiel Donald Trump. Unsere Kolleginnen von der Washington Post haben sich zum Beispiel einmal genau angeschaut, wie oft Donald Trump eigentlich in seiner Amtszeit die Unwahrheit erzählt hat oder irreführende Meldungen verbreitet hat. Er war ja sehr aktiv auf Twitter. Und die Anzahl ist eigentlich beachtlich. Innerhalb seiner Amtszeit hat er ca. 30.000 Falschmeldungen oder irreführende Meldungen getätigt. Das sind ungefähr 20 pro Tag. Zu deiner Frage. Das ist eine Leistung, ne? Es ist nicht schlecht, ja. zu deiner Frage. Ganz klar, wir sehen das auch in unserer täglichen Arbeit, dass destruktive Charaktere, populistische Charaktere aus Social Media besonders erfolgreich sind. Das ist ganz klar. Man kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem man polarisiert. Zusätzlich in den sozialen Medien ist eben auch die Bildsprache eine sehr starke. Bilder und Videos emotionalisieren. Dementsprechend bekommen diese Videos, wie diese Bilder mehr Likes. Ein konkretes Beispiel zum Beispiel von der FPÖ, das wir uns zuletzt angeschaut haben. Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, hat ein Video gepostet mit dem Untertitel Jetzt an der burgenländisch-ungarischen Grenze, die Flüchtlinge kommen und holen sich den Klimabonus ab. Man sieht ganz viele Menschen, die anhand einer Landstraße entlang gehen, um sich angeblich den Klimabonus abzuholen. Wir sind dann dem Ganzen nachgegangen, wir haben das geprüft und tatsächlich stammt das Video aus 2015 dementsprechend. Das Problem ist aber, es hat sich irre oft verbreitet, bevor wir das richtigstellen konnten. Das heißt, der Schaden war eigentlich schon angerichtet. Und da hinken gerade so Faktencheck-Projekte, wie wir sie jetzt eben machen, eigentlich immer hinterher, weil wir einfach nur dieses Korrektiv am Schluss sind. Und das ist eben auch etwas, was man immer wieder sieht. Früher zum Beispiel, jetzt, wenn ich von den guten alten Zeiten spreche,
wenn eine Politikerin oder ein Politiker irgendeine Message anbringen wollte, musste man zu einem Medium gehen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, und seine Nachricht anbringen. Heutzutage ist es so, Karl Niemer, wenn etwas sagen möchte, postet es auf Instagram ohne irgendein Korrektiv und gleich sehen es seine 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Man spricht da ja von der Gatekeeper-Funktion des Journalismus. Der Raimund Löw hat auch in einer Zeit Journalismus gemacht, wo die noch nicht unterbrochen war sozusagen oder in Konkurrenz stand mit der Gatekeeper-Funktion der sozialen Medienalgorithmen. Sie wollten da jetzt darauf replizieren oder ergänzen? Also das Mächtige oder Leute, die zur Macht streben, Lügen einsetzen als Instrument, die Macht zu erhalten oder die Macht zu bekommen, bitte, das ist nicht neu. Das hat es immer gegeben. Der Vietnamkrieg wurde ausgeweitet mit dem Argument, das hat einen großen Zwischenfall am Golf von Tonkin gegeben, wo nordvietnamesische Schnellboote amerikanische Schiffe angegriffen haben. Da hat sich herausgestellt, es war vollständig erfunden. Der Irakkrieg. Der Irakkrieg, den Massenvernichtungswaffen, das sowjetische Politbüro, der Einmarsch in der Tschechoslowakei mit dem Argument, da gab es einen Hilferuf guter Kommunisten, alles erfunden, man kann lang in die Geschichte zurückgehen, also der deutsch-französische Krieg 1870 und. Also Lügen, dass Lügen eingesetzt werden, um Macht zu halten oder Macht anzustreben, ist nicht neu. Wir haben heute, die Bürger und die Gesellschaft hat unvergleichlich mehr Möglichkeiten, diese Lügen zu durchschauen als je zuvor, weil es solche Dinge gibt wie ihr Faktenchecker-Projekt im Profil, aber vor allem, weil es die internationalen Social Media gibt. Und da würde ich warnen davor zu sagen, die müssen reguliert werden. Je weniger die reguliert sind, desto mehr Möglichkeiten haben in Russland Leute, die wissen wollen, was wirklich passiert ist und sich einen Telegram-Kanal anschauen, an die Realität heranzukommen. Je weniger reguliert ist, desto mehr Möglichkeiten haben in Indien die Leute eine BBC-Dokumentation über den Premierminister zu sehen. Indien ist eine Demokratie, hat ein Rechtssystem, eine BBC-Dokumentation dort ist verboten worden. Das kann man ausweiten. Ich glaube, die Gefahr für die Einschränkung des Zugangs zu Informationen kommen primär von den Nationalstaaten, egal ob die jetzt sich als demokratisch bezeichnen oder nicht. Und die Ausweitung der Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, ist ein Resultat der Digitalisierung, dass die Digitalisierung nichts Nationales ist, das einen nationalen Gesetzen unterworfen ist. Wenn das nationalen Gesetzen unterworfen wäre, wären wir jetzt gebunden daran, was irgendein Staat, Taiwan ist ganz wichtig aufgrund der Chips, Japan ist ganz wichtig, Südkorea ist ganz wichtig. Das ist aber alles dadurch, dass die Digitalisierung eine internationale Supermacht ist, eine internationale Geschichte ist. Kein einzelner Staat, keine einzelne Gesellschaft kann das kontrollieren. Gott sei Dank ist die Möglichkeit der Nationalstaaten mit Zensur, also die Regulierung mit Zensurabsichten durchzuführen, reduziert. Daher glaube ich, dass das grundsätzlich ein Fortschritt ist und wir uns den nicht madig machen lassen sollen. Spannende Kontroverse zu sozialen Medien und zu ihrem Nutzen und dass die in autoritären Systemen möglicherweise sogar einer der wenigen verbleibenden Informationskanäle sind, die nicht durch Propaganda gesteuert werden. Liz Hirn, eine Replik, Ergänzung darauf? Also ich glaube, wir müssen unterscheiden, wer reglementiert. Also ich stimme zu, im autoritären Systemen, die Reglementierung ist ein Problem. Das sehe ich ganz anders in demokratischen Systemen. Aber wer entscheidet, was demokratisch ist? Was autoritär ist? Die Volksrepublik China erklärt Ihnen tausendmal, wir sind super demokratisch, schaut euch unsere Verfassung an und so weiter. Naja. Also das ist jetzt insofern polemisch, weil es schon Algorithmen gibt, die, wie wir schon gehört haben, gewisse Resultate so und so hypen. Ja? Und die Grundstruktur ist ja gar nicht, dass jetzt jemand sagt, da ist etwas Böses dahinter, eine böse Intention, sondern es geht darum, dass die Beträge oder die Beiträge, die sozusagen die größte Aufmerksamkeit hervorrufen, das heißt die längste Verweildauer auf einem Beitrag, gefeatured werden. Und das sind leider die Negativbeiträge und sehr oft die übertriebenen und gerade diese Trump-Beiträge. Ja? Also insofern, wenn ich davon ausgehen könnte, dass diese Algorithmen
neutral wären, dann würde ich Ihnen zustimmen, da wir wissen, dass es nicht so ist, dass wir die Konzernchefs kennen und auch teilweise zumindest die Agenda sehr offen transportiert wird, bin ich da nicht so zuversichtlich. Und wenn ich mir anschaue, gerade auch die Apps, würde ich nochmal unterscheiden wollen zu jetzt sozialen Medien, weil natürlich auch da ganz wesentlich die Gewinnspanne entscheidend ist, ja, die etwas ausmacht. Und das ist bei TikTok schon was anderes und bei Facebook wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Und wenn ich mir jetzt ChatGPT anschaue und mir die Sponsorenliste anschaue von Elon Musk bis Peter Thiel, muss ich sagen, also sind das jetzt alles nicht Charaktere, die jetzt durch demokratische Offenheit, sagen wir mal so, oder durch vorsichtige Meinungsteilnahme irgendwie beeindrucken. Deshalb ja, in der Idealwelt, wo sie funktionieren, würde ich sagen wunderbar, aber wir haben gesehen, auch selbst bei diesen, beim arabischen Frühling etc., wo man diese Hoffnung hatte, dass sozusagen diese sozialen Medien das irgendwie nochmal weiter pushen können, sehen wir, so einfach ist es nicht. Also soziale Medien können dazu helfen, was sozusagen zu katalysieren, aber wir sehen jetzt in diesen Ländern, dass es sehr autoritär zugeht, das heißt, wenn sich die politischen Strukturen nicht ändern, dann hilft auch dieser kleine Spielraum im sozialen nicht wirklich das zu verändern, was ich dramatisch finde. In meiner Wunschwelt wäre es auch anders. Aber deshalb würde ich sagen, na, wir sollten es nicht außer Acht lassen und fragen, okay, wo könnten wir diese Kontrollmechanismen einbauen? Also beispielsweise, wenn ein Herbert Kickl so etwas postet, wie wäre es, wenn es da eine Behörde gibt, die sagt, hier sind Strafen zu entrichten für Falschmeldungen? Das ist schrecklich. Ja. Eine Behörde soll entscheiden, was man im Internet sehen kann. Also, naja, wenn es eine Falschmeldung ist, würde ich schon sagen. Wer entscheidet, was ist falsch? Also ich hab irgendwie im Hinterkopf die Europa nach der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Ja? Da ist also etwas Furchtbares passiert. Es sind Flugblätter verteilt worden, ohne dass jemand kontrolliert hat, wie früher die Mönche, da haben Mönche, die waren Wissende, die haben irgendwie genau geschrieben, was alles passiert und was stimmt, das war kontrolliert. Und plötzlich werden Flugblätter gedruckt, verteilt, nicht reguliert, unreguliert, schrecklich. Natürlich 90% überweis waren Lügen, ja? Oder hat nicht gestimmt. Aber es war trotzdem eine Information. Informationsexplosion, die es möglich gemacht hat, einer viel, viel breiteren Öffentlichkeit zu Informationen zu kommen. Keine Garantie, aber die Möglichkeit war, ich sehe das ähnlich heute. Ich würde jetzt das Panel wieder ein bisschen zurück zu unserem eigentlichen Thema führen und ich gebe die Juryanweisung, nächstes Jahr vielleicht die dunklen Seiten der sozialen Netzwerke zu diskutieren, weil da gibt es offenbar viel Diskussionsbedarf. Raimund Löw, wenn wir jetzt wieder zur internationalen Politik und auch zur nationalen Politik zurückkommen, Sie beobachten das seit Jahrzehnten und mich beschleicht das Gefühl, aber korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie einen anderen Eindruck haben, dass in der Politik derzeit sehr viel Destruktivität herrscht. Dass auch destruktive Charaktere eher Karrieren machen. Wenn ich jetzt denke an das Schengen-Veto der österreichischen Bundesregierung, also dass sehr oft in kurzfristigen Erfolgen gedacht wird, kurzfristigen innenpolitischen Erfolgen und sozusagen die Weitsicht hin angestellt wird. Täuscht dieser Eindruck oder ist da eine Renationalisierung in den liberalen Demokratien im Gang? Also es ist eine stürmische Situation in Österreich innenpolitisch und es ist eine stürmische Situation überhaupt also in der westlichen Welt aufgrund der Tatsache, dass man diese Konfrontation autoritärer völkischer Nationalismus, autoritäre Führer auf der einen Seite, die sagen, wir machen alles neu und die sich stützen können natürlich auf Unzufriedenheit, auf ökonomische Fehlentwicklungen, 15% der Bevölkerung, die vielleicht also in der Globalisierung Verlierer sind, auf der einen Seite und einem Establishment, das nicht genau weiß, so wie sie jetzt entschieden die demokratischen Freiheiten verteidigen sollen oder können. Also das ist sozusagen auf der globalen Ebene die politische Auseinandersetzung. Wir wissen, also wir haben, also es war der Umsturzversuch am 6. Jänner 2020 war nicht erfolgreich in Washington. Vom Kapitol ist abgewehrt worden. Und nachher ist Joe Biden ist ein Zeichen davon, dass die Resilienz der amerikanischen Demokratie. Aber das geht weiter. Also das ist die Auseinandersetzung ist überhaupt in keiner Weise beendet. Und niemand weiß, wie das in 2 Jahren ausgehen wird bei den Präsidentschaftswahlen. Wir haben in Europa natürlich die Resilienz Europas, trotz aller die vielen, die gesagt haben, also die EU ist tot und diese Ihr soll doch immer, erinnern wir uns noch was, den Euro abschaffen, wieder zurück zum Schilling, hat es welche gegeben. Also das hat alles, glücklicherweise konnte abgewehrt werden. Also Europa hat es zusammengehalten. Aber
Ist das wirklich jetzt ein Projekt, das Führung in einer solchen Situation wie jetzt, braucht man geopolitische Führung, Führung schafft? Im Augenblick schaut es nicht so aus. Also da sind wir eher froh, dass die Führung beim Joe Biden liegt und in Washington DC. Ich glaube, in Österreich waren wir schon also mit Türkisblau an der Kippe zu einer abzubiegen in Richtung Orbán-Land. Also das soll man nicht unterschätzen. Also man stelle sich nur vor, was passiert wäre. Ibiza-Video wäre hochgekommen und es wäre ein halbes Jahr vorher der ORF unter Kontrolle der Regierung gewesen. Er hätte wahrscheinlich, also der Falter und das Profil, hätten gesagt, furchtbar, das Ibiza-Video, aber der ORF, ein anderer ORF als der heutige hat gesagt, naja, das ist eh nichts passiert und das war bevor der noch irgendwo was hat sagen können. Und wer weiß, ob das wirklich, es ist ein Zufall gewesen, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist. So viele Zufälle. Es ist ein Zufall gewesen, dass nicht der Herr Hofer Bundespräsident geworden ist, wenn man sich das Ergebnis der ersten Wahl VDP anschaut. Es ist ein Zufall, dass das, was wir alles wissen über die Korruptionsgeschichten rund um Kurz, auf irgendein Backup, das der Herr Schmidt vergessen hat zu löschen, von einem hartnäckigen Ermittler, also Sie wissen das besser, der Antikorruptionsleute entdeckt wurde. Der fünfmal nachgefragt hat und die haben immer gesagt, na, da ist nichts drauf, das gibt es nicht. Obwohl alles so feinsäuberlich geschreddert wurde mehrmals. Ja, und ne? Obwohl es geschreddert wurde. Also eine solche Anzahl von Zufällen, dass wir als Österreich nicht abgebogen sind in Richtung Orbán-Land. Also da würde ich auch sagen, schauen wir mal, jetzt ist in vielen Umfragen ist die FPÖ wieder auf Platz 1. Das gesellschaftliche Projekt der FPÖ hat sich sicherlich nicht demokratisiert oder gemäßigt oder sonst was. Nach allen Kriterien Europas eine rechtsextreme Partei. Also auch hier, glaube ich, die Auseinandersetzung ist nicht vorbei. Dass es destruktiv zugeht, ja, ich meine, das ist eine Frage, in welchem Rahmen geht es destruktiv zu. Das ist, glaube ich, zurzeit eine Situation, wo Österreich noch keine wirkliche Orientierung gefunden hat, auch in Europa nicht. Dass sozusagen die ÖVP, der ÖVP-Teil der Regierung irgendwo, wenn es geht, dann versucht jetzt auf Europa einzuhauen oder irgendwen, wenn irgendjemand sagt, ihnen sagt, das könnte möglicherweise dann der FPÖ Stimmen wegnehmen, was eh nicht passiert, zeigt, wie instabil die Sache ist. Also ich glaube, auch die österreichische Innenpolitik ist nicht stabiler als und ist im Rahmen dieser Auseinandersetzung zu sehen zwischen der Resilienz der liberalen Demokratie, wie stark die ist, und einem ja, durch den Fall von Türkis-Blau einmal geschwächten, zurückgeworfenen Autoritarismus und Nationalismus, der aber nach wie vor in der Gesellschaft da ist und in der Politik da ist. Sie haben jetzt das Projekt der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz angesprochen, der ist ja für viele so ein bisschen das Sinnbild von Machiavellismus, weil er ganz einfach Machtpolitik Vorrang gegeben hat, aber davor eine schöne Fassade aufgebaut hat, die mit Message Control, da wurde eine schöne Vorderbühne gezeichnet, auf der Hinterbühne hat es ganz anders ausgeschaut. An Sie die Frage, Frau Hirn, wie viel Machiavellismus steckt denn in der österreichischen Innenpolitik? Na, also man hört ja ständig, dass Machiavelli bemüht wird. Ne? Also gerade von FPÖ und ÖVP-Seite, man hat das Gefühl, jeder liest das Buch und zweiter ist dann noch so ein Zug, die Kunst des Krieges. Aber mal jetzt, um das nicht so lächerlich zu machen, sondern den Ernst der Sache zu sehen, Machiavelli hat ja auch andere Arbeiten geschrieben. Übrigens eine Arbeit, nämlich die Discorsi, die sehr stark den venezianischen Republikanismus lobt. Das heißt, da geht es nicht nur darum, jetzt ein autoritäres System und einen autoritären Führer zu hypen, sondern ist sozusagen eine Betrachtung auch, wie Macht funktioniert. Und ich finde spannend, dass er sich in dem Buch auch die Frage stellt, ist übrigens sehr lesenswert, klein und sehr lesenswert, stellt er sich die Frage, ob es für einen Fürsten, also einen autoritären Führer, also besser wäre, vom Volk geliebt oder gehasst zu werden. Das ist eine Frage, die man sagen könnte, die türkise Regierung auch sehr stark glaube ich, befasst hat. Und die Antwort war, es ist besser gehasst zu werden, weil die Liebe des Volkes, auf die kann man nicht zählen. Weil in dem Moment, wo sozusagen irgendwas nicht passt, würden sie den autoritären Führer fallen lassen. Also ein bisschen Furcht ist besser sozusagen als zu viel Liebe. Also das kann man jetzt so anlegen, wie man will.
Ich glaube, dass die Frage ausgeweitet werden muss, nämlich auf die Zivilgesellschaft, die wir alle sind. Warum? Weil für Politiker, Politikerinnen immer entscheidend ist, was kann man auch der Bevölkerung zumuten, wo geht sie mit und wo nicht. Das heißt, eine der Zukunftsfragen, würde ich jetzt behaupten, für uns alle ist, was kann man uns an Einschränkungen oder vielleicht auch an Abschläge an unseren Lebensstil zumuten? Wir erkennen, dass es jetzt in dieser Situation das Richtige ist, unter Anführungszeichen, sei es klimatechnisch, also ökologisch oder von mir aus auch aus sozialer Gerechtigkeit heraus, und wir wählen diese Politiker, Politikerinnen trotzdem. Im Moment habe ich das Gefühl, dieses Vertrauen ist nicht da, deshalb werden auch gewisse Maßnahmen nur teilweise besprochen oder dann auch nicht durchgeführt, also Stichwort Hunderter auf Autobahnen oder so. Also die Frage ist tatsächlich, wie weit wir auch als Zivilgesellschaft hier wieder unsere Rolle irgendwie haben werden, wie sich diese Demokratien entwickeln, weil es ist schon auch ein Angebot-Nachfrage-Prinzip. Also ein Appell für die Nebenjob-Politiker. Ja, das klingt jetzt lustig, aber ich glaube, es ist sehr ernst, weil, wie schon am Anfang erwähnt, also wenn die Stimmung sozusagen kippt, und ein großer Vorteil war ja auch jetzt in den Krisen, dass wir eine gewisse Sicherung hatten oder uns sozusagen erarbeitet hatten, um sozusagen die Stimmung einigermaßen zu halten. Wenn diese Sicherung nicht mehr da ist und diese Unterstützungen nicht da sind oder diese gemeinsame Solidarität nicht mehr da ist, warum auch immer, oder nicht mehr sozusagen hochgehalten werden kann, weil das Vertrauen in die Politik weg ist oder von mir aus auch nicht mehr das Gefühl da ist, die Demokratie kann es lösen, diese großen Probleme, dann glaube ich, wird es ernst. Sie haben jetzt über die Zivilbevölkerung geredet. Noch ein anderer Aspekt ist natürlich das politische Personal, das uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, eine Ausgangsthese Ihres Buchs war ja, dass die Politik insgesamt sehr in Verruf geraten ist, auch der Beruf des Politikers, der Politikerin. Ja gut, einen schlechten Ruf hatte die Politik eh schon immer. Das sieht man eh bei Machiavelli auch. Und die Frage ist trotzdem, bei so einem Ruf und bei dem, was jetzt auch alles ruchbar und öffentlich wird, welche Personen politische Ämter anlocken und wie es gelingen kann, als Gesellschaft besseres Personal zu finden. Ja, das ist die Grundfrage, und ich habe auch nur teilweise eine Antwort. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum es so schwer ist, gerade für die etablierten Großparteien JungpolitikerInnen zu finden. Wir hätten ja engagierte Menschen, gerade wenn wir uns zum Beispiel Klimaaktivismus etc. anschauen. Also warum bekommen wir die sozusagen nicht in die Politik? Und wenn man mit denen redet, höre ich immer dasselbe, nämlich, na, mit dem will ich nichts zu tun haben, oder ja, wir reden, aber sozusagen, ich mache mir da die Hände nicht schmutzig. Und ich glaube, wir müssen wirklich von diesem Klischee wegkommen, deshalb auch dieser provokante Titel, weil er so eine Erfahrung wiedergibt. Ja, wir haben irgendwie alle das Gefühl, na, es betrifft uns schon, aber irgendwie, also allein schon die Diskussion rund um den Nationalratspräsidenten Sobotka. Also ich bin mir ja nicht sicher, dass wir das jetzt einigermaßen beiseite geschafft haben, weil wir haben ja noch politisches Personal, das aktive Rollen hier hat. Und es macht keinen schlanken Fuß zu sagen, naja, Das nehmen wir einfach hin. Ja, da gibt es Vorwürfe, wir nehmen das hin, er übernimmt den Vorsitz, wir nehmen das hin. Wir sehen, dass die Umfragewerte für ihn aber im Keller sind. Jetzt geht es nicht nur um Umfragewerte, aber diese Zustimmung hat er nicht bei der breiten Wahlbevölkerung. Also wenn man sich auch, glaube ich, in der Zivilgesellschaft sehr ohnmächtig empfindet, ist dann die Frage, muss nicht irgendwann da die Frustration überhand nehmen und man sagt, man lässt die Finger davon. Also ich glaube, für gute Politik ist jetzt nötig, dass man die Bevölkerung schon ernst nimmt in diesen Punkten und auch die Wünsche ernst nimmt, weil wenn, wie gesagt, diese Ablehnung zu groß wird, haben wir ganz andere Probleme, nämlich zum Beispiel die fehlende Solidarität, vielleicht auch den Wunsch, dass es einen starken Mann, ich sage jetzt /Frau, weil in den Umfragen schaut das nicht so aus, ja, gibt, der einfach ganz schnell mal bestimmt und da schnell Führungsentscheidungen trifft. Ich habe vorhin schon kurz über die Message Control auch gesprochen, die ein ex-starker Mann, der auch kultiviert hat in Österreich. Da ist jetzt kürzlich ein interessantes Buch erschienen, nämlich von Mr. Message Control. Ich glaube, der Name ist bekannt, Gerald Fleischmann, der hat ja die Message Control für den Sebastian Kurz orchestriert. Also der hat quasi die hübsche Vorderbühne für den Sebastian Kurz orchestriert, dass im Hintergrund knallharte Machtpolitik funktionieren konnte. In seinem Buch gibt es eine sehr bemerkenswerte Stelle, wo er recht offen schreibt, dass die Regierung so etwas entwickelt hat, ein Tool namens Snoo. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen von Snoo bereits gehört hat. Er schreibt, strategisch notwendiger Unsinn. Strategisch notwendiger Unsinn wurde auf uns alle, auf Journalistinnen und Journalisten, auf die Bevölkerung losgelassen, um abzulenken oder was genau zu machen, Katharina Zwins? Ja, also in dem Buch gibt der
Kommunikationsberater, der inzwischen Chef der ÖVP-Kommunikation ist, einen sehr breiten Einblick in die Taktiken, die in der Kommunikation geprägt, also von der die Kommunikation geprägt ist, unter anderem eben nur strategisch notwendiger Unsinn. Und das Ziel ist im Prinzip, die Bevölkerung abzulenken und mit Themen quasi zu beschäftigen und von gewissen anderen Dingen abzulenken, wie schon gesagt. Also zum Beispiel das Thema Klima, Sie haben es angesprochen, Tempo 100. Ein Beispiel im Klima wäre zu sagen, sollen wir den Klimaschutz mit Fortschritt lösen oder mit Verzicht? Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an das Zitat bezüglich der Steinzeit, den Weg zurück in die Steinzeit, das Sebastian Kurz getätigt hat, wo jetzt sein Berater auch wieder sagt, naja, im Nachhinein betrachtet war das eigentlich SNU, also strategisch notwendiger Unsinn, um vielleicht ein bisschen abzulenken. Gewisse andere Strategien finden in diesem Buch auch noch immer wieder Erwähnung, zum Beispiel die Dead Cat Strategy. Also im Prinzip ist das ein ähnliches Prinzip, einfach die tote Katze auf den Tisch zu werfen und zu sagen, gut, wir reden jetzt über das Thema und nicht über ein anderes, was uns vielleicht nicht so gut gefällt. Oder die Leiche im Keller, die eigentlich jeder irgendwie hat. Und da geht es auch sehr stark darum, dass Gerald Fleischmann in diesem Buch beschreibt, bevor jemand anderes quasi in der politischen Debatte die eigene Leiche aus dem Keller holt und den Diskurs bestimmt, bringt man das Thema lieber selber aufs Tapet und hat dann eben das Vorsehen in der Debatte, kann die Debatte bestimmen. Message Control ist sicher ein Aspekt, um Machtpolitik durchzusetzen. Das andere ist natürlich, sind Postenbesetzungen. Da sind österreichische Parteien durchaus Expertinnen und Experten. Jetzt gibt es eine Initiative von honorigen Persönlichkeiten. Einerseits Ex-Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries, andererseits Clemens Jablona, der Kurzzeit-Justizminister der Expertenübergangsregierung. Die fordern in ihrer Initiative bessere Verwaltung, kleinere Kabinette. Sie wissen, Kabinette, die Büros von Regierungsmitgliedern, nämlich Ministerinnen und Ministern, die aufgebläht wurden in den vergangenen Jahren nicht um das Doppelte, sondern eher um das Drei-Vierfache. Die sagen, Kabinett, die aktuell so 20, 30 Personen zählen, sollen nur mehr 6 Personen zählen und es soll auch die Durchlässigkeit von diesem politischen Personal in die Verwaltung sinken. Herr Löw, Sie beobachten diese Debatten wahrscheinlich schon sehr, sehr lange. Wie realistisch ist das? Naja, im Einzelfall natürlich nicht wahnsinnig realistisch, aber es ist ein Vorstoß, der auf ein Defizit der österreichischen Situation hinweist, dass man nämlich nach vielen Jahren, in denen Sachen schiefgelaufen sind, in denen wir ganz knapp also dem Abbiegen in Richtung Autoritarismus entgangen sind, nicht dazu kommt zu diskutieren, okay, versuchen wir eine Art von Generalüberholung, also eine Bilanz zu ziehen. Wie konnte es schieflaufen? Was ist schiefgelaufen? Wie können wir verhindern, dass das nächste Mal anders läuft? Also wir machen, der Bundeskanzler sagt groß, er will jetzt, also wie das bei Corona, die Bilanz ziehen und so weiter. Gut, okay, schön und gut, aber das ist nicht jetzt sozusagen eine Frage eines Virus, sondern es ist eine Frage eines politischen Virus, von dem offensichtlich der österreichische Staat, die Parteien und die österreichische Gesellschaft erfasst war. Und da, glaube ich, ist es, alle diese Initiativen, wie zum Beispiel hier, diese sehr, sehr lobenswerte Initiative, zeigt, also in der Zivilgesellschaft ist ja das Bedürfnis da und die Erkenntnis da, man muss eigentlich darüber diskutieren, das wird kontroversiell sein, aber man muss es ernst nehmen, man kann nicht so tun, wir tun einfach so weiter, es wäre nichts gewesen. Ja? Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf das Funktionieren des Staates und der Regierung, der Ministerien, das bezieht sich ja eigentlich auch auf die sicherheitspolitische Situation in Österreich. Also wir sind in einer völlig veränderten sicherheitspolitischen Situation in Europa und haben in Österreich eine Regierungspartei und auch Oppositionsparteien, die sagen, ja, nicht darüber diskutieren, was das für uns bedeutet. Ist ja absurd. Und ist verantwortungslos. Weil die Neutralität eine heilige Neutralität, Kuh ist. Neutralität, natürlich. Also sogar in der Schweiz, die weiter weg ist von Lemberg als Österreich, gibt es eine ernsthafte Diskussion, was kann Neutralität bedeuten? Können wir Schweizer Panzer liefern? Können wir Munition liefern? Wenn nicht, was hat das für Konsequenzen? Und ja, ist vielleicht auch am Anfang diese Diskussion, aber ich glaube, diese Initiative hier, die ist ja auch nicht die erste. Es hat das Antikorruptionsvolksbegehren gegeben und viele solche Initiativen, die das Potenzial der österreichischen Zivilgesellschaft zeigen. Das ist
groß und das ist wichtig. Das ist wahrscheinlich ein bisschen etwas, was uns auch davor bewahrt, ein zweites Orbán-Land zu werden. Aber dieses Potenzial müsste irgendwo aufgegriffen werden. Und das ist, da ist, glaube ich, sind die politischen Parteien gefragt. Jetzt, ich meine, die ÖVP die SPÖ diskutiert jetzt intensiv, ob jetzt die Frau Parteivorsitzende Kanzlerkandidatin werden soll oder der Landeshauptmann oder was weiß ich. Schön und gut, ist, finde ich, auch legitim, weil natürlich politische Parteien wollen Personal aufstellen, von dem sie glauben, dass erfolgreich sein kann. Aber das alles ist minimalistisch im Vergleich zu dem, was die Anforderungen sind. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Also die Glaubwürdigkeit einer großen Oppositionspartei, die sich als große Oppositionspartei versteht, ist gering, wenn sie irgendwie nicht das, was wir an offenen Fragen hat, irgendwie versucht, global zu beantworten. Also insofern, ja, Vorstöße wichtig, aber es muss mehr werden. Ja? Sonst kommen wir aus der morosen Situation nicht heraus. Sie haben viele Initiativen des Antikorruptionsvolksbegehrs noch angesprochen, zusätzlich zu der Initiative Bessere Verwaltung. Alle haben das Ziel, Korruption, Machtmissbrauch in der politischen Sphäre irgendwie einzudämmen. Das ist sicher nett und sicher ein hehres Ansinnen. Es gibt ja auch eine Lex Ibiza jetzt, es gibt eine Korruptionsstrafrechtsverschärfung. Letztlich war aber auch vieles, was da in der Vergangenheit auch unter Kurz gelaufen ist, schon vorher illegal. Das heißt, es geht wohl nicht nur um Strafrecht, sondern auch um politisches Personal, das einen Wertekompass vertritt, der darüber hinausragt. Nee, ich finde die Diskussion immer lustig, wenn es darum geht, zu sagen, na, Politik und Moral und geht das zusammen. Also damit ist nicht gemeint, dass ständig der moralische Zeigefinger gezückt werden soll. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darum diskutieren, wer vertritt eine Partei nach außen sozusagen oder wer nimmt da die Führungspositionen ein, dann wählen wir ja da auch, da wählen wir die Parteien, aber wir wählen schon auch die Personen sozusagen, denen wir zutrauen, dass sie diese Projekte auch umsetzen können. Insofern schocken mich gewisse Meinungsumfragen natürlich, aber vielleicht sprechen sie sogar die Wahrheit. Die Personen könnten tatsächlich sozusagen diesen Willen haben, diese Dinge umzusetzen, auch wenn man sie nicht will. Also wir müssen schon irgendwie den Blick drauf lenken. Rätselraten, wen Sie meinen. Genau. Naja, also wenn es jetzt geht um Glaubwürdigkeit oder um eine gewisse Konsequenz, egal ob jetzt gewisse Ausgangslagen absurd sind, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel den Herbert Kickl her, glaube ich schon, dass er zumindest von dieser Art und Weise her eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, ja, bedauerlicherweise, aber es ist so. Ja? Die Frage ist, was kann man von den anderen Parteien hier entgegensetzen oder was kann man anbieten? Ja? Und wenn man eben nur mit internen Problemen die ganze Zeit beschäftigt ist, ich sage jetzt nur Stichwort Mietpreisdeckel etc., ist es natürlich schon sehr problematisch, gerade wenn es auch um Parteien wie die SPÖ geht. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Ja? Also das hat im Moment eigentlich nichts verloren. Nichtsdestotrotz, wir sind in dieser Situation und die Frage ist, also was können wir auch als Zivilgesellschaft beitragen? Und ich glaube, dass der Druck, der ausgeübt wird, also durch solche Initiativen, finde ich wichtig. Ich glaube, es muss noch viel mehr geben, einfach sozusagen, um präsent zu sein, um das immer wieder aufs Tapet zu bringen und sozusagen wirklich zu fordern. Es geht jetzt um wirklich ernsthafte sicherheitspolitische Fragestellungen, überhaupt einen Ausblick auf Zukunft. Wir haben Themen wie künstliche Intelligenz und da braucht es sozusagen jetzt an Kooperation der Parteien und nicht Opposition macht das, was sie immer macht, mich einfach mal alles kategorisch schlecht finden, sondern wie können quasi Kompromisse geschlossen werden. Und ich weiß, Kompromiss ist so ein unsexy Wort, aber auf das läuft sozusagen irgendwie die Demokratie auch raus, dass man versucht sozusagen einen Konsens zu finden und der hat immer was Kompromisshaftes. Die andere Lösung wäre, einer bestimmt und sagt, was ist, ob man jetzt glücklich ist damit oder nicht. Also ich würde sagen, wir haben noch immer das Beste aller Systeme, aber wir haben schon gesehen, wir waren schon ganz knapp davor, dass vielleicht ein anderes System an die Macht kommt oder sogar vorgezogen wird. Und das ist, glaube ich, nicht gebannt. Und ich sehe da gerade die sozialen Problematiken, die auftauchen, jetzt eben durch die steigenden Lebenskosten etc., sehe ich als ganz, ganz große Problematik, die auch die Parteien, glaube ich, noch ordentlich fordern wird. Was ja auch immer eine Grundbedingung für Autorität und autoritäre Systeme ist. Ja, das sieht man auch in der Geschichte. Also das muss man tatsächlich sagen, ja. Blick auf die Uhr. Jetzt wären Sie wieder mit Ihrem Nebenjob des Borgemaus die Formulierung gefragt, als Teilzeitpolitikerin und Teilzeitpolitiker. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, 10, 15 Minuten Fragen von Ihnen ans Podium zu richten. Gerne aufzeigen. Es gibt jemanden, der mit dem Mikrofon durchgeht
und Fragen entgegennimmt. Bitte auch gerne dazu sagen, an wen Sie die Frage richten hier am Podium oder ob sie allgemein an alle gerichtet wird. So, jetzt brauchen wir einen Eisbrecher. Bitteschön, zwei Hände sehe ich in der Höhe. Hallo, ich bin Alfred Branzl vom Musik-Subkultur-Magazin Skook. Ich möchte nur sagen, dass irgendwo im Diskurs jetzt nicht beredet wurde, warum es so weit gekommen ist. Weil der Hintergrund des Neoliberalen, wo jeder Mensch glaubt, die Märkte werden es richten, ist grundsätzlich falsch, weil man kann nicht, grundsätzlich hat sich China aufgrund des Outsourcings unserer Märkte dorthin, dass alles günstiger produziert wird, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Umweltkatastrophen nicht so eine Rolle spielen, hat sich China im Hintergrund so stark entwickeln können und ist zur Weltmacht aufgestiegen. Dieser Neoliberalismus ist immer noch zu stark in allen unseren Köpfen und was die Politik machen muss, sie muss das Primat über die Finanzmärkte rückerobern. Die müssen einfach viel stärker besteuert werden. Das Schwierige ist, dass sich die Politik abspricht, weil es international keine Einigung gibt. Aber ich glaube, dass im Hintergrund alle diese Diskussionen und Beschwerden der Österreicher und Europäer und weltweit, die sich entwickelt haben, sind diesem Neoliberalismus geschuldet, der auch so mit den Neocons damals und Reaganismus, Reaganomics, so angefangen hat, als 1989 war, hätte man dort nicht so eine radikale Marktöffnung zugelassen, dann wäre nicht so eine extreme Oligarchisierung eingetreten. Und jetzt haben wir halt die Scherben, die wieder zusammen wahrscheinlich nicht mehr kittbar sind, aber ich finde, dass zu wenig in der Diskussion beachtet wurde, wie sehr dieses neoliberale Profitdenken immer noch in allen unseren Köpfen steckt. Gut, also Neoliberalismus, das kapitalistische Wirtschaftssystem, wollen Sie eine Frage noch stellen oder soll ich daraus eine Frage formulieren? Ich will allgemeine dann von der Philosophie her das auch beantwortet wissen, weil meines Erachtens ist ja ganz klar, immer sagt man, man stellt fest, dort und da fehlt das Geld, warum besteuert man die Finanzmärkte nicht stärker? Warum gibt es noch keine Erbschaftssteuer und so weiter? Warum ist da die Politik so inaktiv? Liegt sicher auch an der Regierungskonstellation zurzeit. Gut, die Frage, die man daraus ableiten kann, ist, wie sehr trägt unser kompetitives Wirtschaftssystem zu politischen Krisen auch bei? Ich meine, was die Entwicklung in Osteuropa, den Übergang vom Staatssozialismus, also zur liberalen Marktwirtschaft betrifft, waren natürlich Brüche. Ja? Das waren Umbrüche, die haben in manchen Ländern funktioniert, in anderen Staaten weniger funktioniert, haben in Polen zum Beispiel funktioniert, aber auch in Polen ist natürlich ein wichtiger Prozentsatz, 20%, vielleicht 25%, 15%, was auch immer sind, auf der Straße geblieben, sind nicht erfasst worden vom Neubeginn. Ich glaube, das ist, Sie haben völlig recht, dass das eine legitime Frage ist, die zu wenig diskutiert wird. Also es gibt einen österreichischen Historiker, den Philipp Theer, der gerade, was Osteuropa betrifft, da sehr viel publiziert hat dazu, sehr viel untersucht hat und das ist natürlich ein Phänomen, das erklärt, warum autoritäre nationalistische Führer eine Massenbasis bekommen. Klar, also ist auch in den USA ist ja das der Fall. Also die Anhängerschaft des Trump sind viele weiße, unqualifizierte Arbeiterschaft, die sozusagen auf der einen Seite das Gefühl haben, das soziale Netz ist nicht für sie, sondern ist für Multikulti und für Frauen und Latinos und Ausländer und daher einen Rückzug auf
chauvinistisch weißen Rassismus als Ideologie vorführen, und das wird dann von Trump und seinen Leuten ausgenutzt. Absolut richtig, das ist zu diskutieren, ist zu untersuchen. Jetzt die Machtverhältnisse, also wenn wir sagen sozusagen, dass oft also neoliberale Wirtschaftspolitik, also letztlich, wenn es um die Wurst geht, haben die Staaten schon noch das letzte Wort. Ja, das, also man kann diskutieren, wie die Staaten das einsetzen. Also in der Finanzkrise 2008, wo es wirklich die Frage war, also brechen jetzt die Banken zusammen, hat der amerikanische Finanzminister, Treasury Secretary, hat die 15 obersten Bankenchefs angerufen und gesagt, ihr seid morgen um 3 Uhr bei mir im Treasury in Washington, und hat ihnen vorgeschrieben, wie mit dieser Bankenkrise umgegangen wird. Und die haben das alles akzeptiert. In Europa ist es deswegen komplizierter, weil wir die Vielfalt haben, weil wir sozusagen die Europäische Union soll ja nur ja kein Superstaat werden, Brüssel soll nur ja keine echte Hauptstadt werden, und jeder sozusagen, der Kantönli-Geist in Europa macht das natürlich den großen Finanzkräften leichter, sich durchzusetzen oder die einen gegen die anderen auszuspielen. Also ich glaube, in dieser globalisierten Welt dringend nötig, dass sich nicht nur die Eurogruppe und die Finanzminister zusammensetzen und dann Dinge im letzten Augenblick beschließen, die sie schließlich auch beschlossen haben, sondern dass es einen echten europäischen Finanzminister gibt, der auch über entscheiden kann. Auch wenn jetzt, ich weiß nicht, der ungarische Finanzminister sagt nein, weil mir passt der Putin so, oder der italienische Finanzminister sagt nein, wir möchten weiter die Verschuldung hinaufbringen. Also ich glaube, das ist die Kontrolle der Wirtschaft, des marktwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs im Finanzbereich ist so lang schwer, solange das europäisch-staatlich zersplittert ist und es keine wirklich gemeinsame. Weil es dann in Irland, in den Niederlanden Schlupflöcher gibt. Ja, natürlich. Ja. Also, das ist von daher, glaube ich, letztlich ist die Frage also der politischen Vereinigung Europas. Also, wenn das einen Schub gäbe, ich meine, es ist eh viel passiert. Es gibt den Euro-Rettungsschirm, es gibt alle möglichen Dinge. Aber das ist Stückwerk, das ist alles Stückwerk. Und sozusagen eine wirkliche Wirtschaft, oder auch im Sozialbereich, nicht? Die Europäische Union hat keine wirkliche Sozialpolitik, wenn man es ernst nimmt. Nicht? Also warum gibt es keine europäische Arbeitslosenversicherung? Es gibt, ich weiß, in Brüssel gibt es x Konzepte, es gibt Papiere, so dicke Papiere, würde einen Zusammenhalt schaffen. Ja? Warum gibt es keinen Weg zum europäischen Mindestlohn? Ja? Nicht sofort und gleich, aber doch in die Richtung. Also all das, wo Europa nicht zentralisiert ist, ist eine Möglichkeit und eine Stärkung der Finanzkräfte. Also ich glaube, stärkere europäische politische Integration wäre die Voraussetzung, das unter Kontrolle zu bringen. Der Fragesteller hat sich auch einen philosophischen Blick gewünscht. Ich kann nur einen kleinen liefern, aber diese unsichtbare Hand des Marktes ist ja spannend, weil es sich das hält seit Jahrhunderten. Und das Witzige ist, dass in Adam Smiths Buch dieser Begriff genau einmal vorkommt. Ja? Er hat es aber sozusagen geschafft. Also es gibt Konzepte, es gibt Ideen, die einfach wahnsinnig gut verwertbar sind. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was beispielsweise an der WU in Wien gelehrt wird, dann sind es diese klassischen Texte mit diesen klassischen Ideologien und sehr widersprüchlichen Konzepten. Also sogar zur Zeit von Adam Smith wurde über dieses Werk stark kontroversiell auch diskutiert, über die Möglichkeiten, aber wie gesagt, dass dieses Bild von diesem selbstregulierenden Markt und alles das Freispiel der Kräfte ist tatsächlich lustig, dass das sozusagen das Wirkmächtigste ist, was von ihm geblieben ist, was wie gesagt genau einmal erwähnt wird und dann nicht mehr. Aber worauf es uns schon hinweist, ist, dass das Konzept dahinter der Wohlstand war. Also diese Illusion auch oder auch dieses Versprechen, Wohlstand für die größtmögliche Anzahl an Menschen zu schaffen sozusagen und dieses Gedeihen zu fördern. Ja? Und das mit dieser Idee zu verquicken, hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also diese Ideologie oder dieser ideologische Aspekt hat sich bis jetzt gehalten. Trotzdem man genug Beweise hat aus Soziologie und Wirtschaftswissenschaften, dass das so nicht funktionieren kann. Das ist bedauerlich, aber es ist eine Tatsache, auch philosophisch gesehen leider bedauerlich.
Nein, ich möchte nur sagen, also man soll auch die zur Realität gehört auch, dass die Sozialstaaten in Europa gehalten haben. Ja. Die haben im Großen und Ganzen gehalten in den letzten Jahren, haben in der Corona-Krise gehalten, haben die 2008, Bankenkrise ja. 2008 ausgehalten. Also trotz all dem, was Sie sagen und der großen Macht der Märkte und der Marktspieler, haben diese sozialen Netze auch in Amerika haben gehalten. Ja. Sie sind irgendwie, es ist immer so, dass natürlich Teile jetzt nicht ausreichend gut gesichert sind, aber es ist nicht so, dass das zerstört worden ist. Ja. Also das soll man auch nicht vergessen. Von daher, die Möglichkeit, das auszuweiten und auszubauen, wird ja diskutiert. Es wird mehr nur sozusagen nationalstaatlich diskutiert und nicht europäisch. Also das wäre, hat ja immer wieder Anläufe gegeben, auch auf europäischer Ebene, aber die sind immer versandet, weil niemand wirklich das auf seine Fahne geschrieben hat. Da sind wir wieder bei Nationalismus und Destruktivität. Da vorne war noch eine Frage. Der Kreis schließt sich. Hallo, eine Frage an den Raimund Löw. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Putin sozusagen auf Vergeltung aus ist im Moment. Und es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, hätte die NATO sich im Laufe der letzten Jahrzehnte anders verhalten und wäre nicht immer weiter in den Osten vorgerückt, etc., etc., Sie kennen das. Glauben Sie, dass das tatsächlich mitgespielt hat oder quasi, dass das von Anfang an angelegt war, dass Putin diese Haltung letztendlich haben wird, ganz egal, ob jetzt die baltischen Staaten der NATO beigetreten wären oder nicht. Ja, wie sehen Sie das? Ja, also sicherlich hat der Westen nicht alles richtig gemacht, überhaupt keine Frage. Ja. Ob das jetzt wirklich der entscheidende Faktor war, der zur Radikalisierung der russischen Führung geführt hat, wage ich zu bezweifeln. Also die der Kalte Krieg hat geendet mit einer Niederlage der Sowjetunion. Das ist so. Also es ist, ich meine, daran kann man nichts rütteln. Ja, es ist immer so, wenn in langen globalen Konflikten einer gewinnt und einer verliert, also jemand verliert Macht, jemand gewinnt Macht. Die Sowjetunion, die nicht ein rein russisches Projekt war, ist ja auch ein Unsinn zu sagen, auch schon im Namen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken kommt Russland nie vor. Also das, aber egal, also die Sowjetunion hat als Machtfaktor natürlich verloren, hat verloren zugunsten von Nationen, die Polen, Baltikum, andere Sicherheit haben wollten. Und das ist natürlich eine Situation, wo dann geopolitisch, man hat ja in Washington diskutiert, soll man jetzt akzeptieren, dass Polen in der Zeit von Bill Clinton heftig diskutiert wird? Soll man das, die Beitrittsansuchen von Polen, von anderen, soll man die befürworten oder nicht? Man ist da zum Schluss gekommen, ja, wenn wir das nicht befürworten, stoßen wir diese Staaten zurück und das führt zu noch größerem Chaos. Man hat damals bis 2014, bis unmittelbar vor der Annexion der Krim, hat man mit Russland verhandelt. Es hat einen Russland-NATO-Rat gegeben. Also wenn man in Brüssel, das Hauptquartier der NATO ist in Brüssel, wenn man da hineingegangen ist, hat es plötzlich ein großes Schild gegeben, russische Delegation. Da sind russische Offiziere herumgelaufen. Also es hat ein Dokument gegeben, wie das Verhältnis von Russland zu NATO sein soll. Der Putin selber hat zwei, dreimal den amerikanischen Präsidenten gesagt, wie wäre das, wenn wir der NATO beitreten? Ja? Also die waren ganz entsetzt, weil es alles ihre ganzen Überlegungen durcheinander gebracht hat. Ist aber für mich auch ein Zeichen davon, dass nicht von Anfang an das festgelegt war in der russischen Führung, dass also die Erweiterung der NATO und die Präsenz der NATO ein Hindernis ist für gute Verhältnisse. Was wirklich die Putin-Führung verunsichert hat, glaube ich, das waren die demokratischen Revolten gegen Putin im eigenen Land. Es hat große Demonstrationen gegeben, immer wieder Oppositionelle, die versucht haben, diese Kamarilla von Putin plus KGB wegzubringen. Und das hat natürlich die
russische Führung und hat den Kreml und den Putin verunsichert. Und da, dann kam das Ergebnis, dann kam die Ukraine, wo diese, nicht nur die Maidan-Bewegung, auch vorher die Revolutionen, die es immer wieder gegeben hat, wo sich gezeigt hat, okay, in einem slawischen Land, im Bruderland, gibt es eine Zivilgesellschaft, die kann autoritäre Entwicklungen stoppen und es kommt zu Machtwechsel und es kommt zu etwas, was es in Russland ja gar nicht geben soll, nämlich also ein Präsident wird abgesetzt durch einen anderen, durch einen Gegner. Und das ist meine Interpretation, also da kann, das können Sie, kann man jetzt zustimmen oder nicht, aber ich glaube, diese Verunsicherung war bei Putin und in seiner Führung da und da ist dann der Schluss gezogen worden, okay, wir müssen die eigene Bevölkerung wieder hinter uns bekommen, wir müssen unsere Position stabilisieren und das geht, indem wir chauvinistische, russisch-nationalistische, imperiale Töne einschlagen und in diese Offensive zu gehen, die dann passiert ist. Also es war aus meiner Sicht eine Reaktion, vielleicht auch auf Fehler, die irgendwo im Westen gemacht wurden, aber das ist also ich glaube, dass das überschätzt wird. Ja? Also realiter war dieser Schwenk des Putin in Richtung kriegerischen Chauvinismus, war eine Reaktion auf die eigene Verunsicherung und auf die demokratischen Basisbewegungen, die es immer überall gegeben haben, vor allem aber in der Ukraine, aber auch in anderen Regionen, im Kaukasus, in Georgien und. Ja? Also das war eine Möglichkeit, die Gesellschaft in den Griff zu bekommen, aus der Sicht des Putins, indem er chauvinistisch-imperialistische Ideologie nach außen vertritt und das dann letztlich auch mit den Panzern in Richtung Kiew durchzusetzen versucht. Du hast auch eine innenpolitische Komponente. Eine Frage würde man noch unterbringen. Nochmal zum Thema die böse Seite der sozialen Netzwerke. Da hätte ich die Frage, inwieweit kann man solche Regulierungen diskutieren, dass es noch im Rahmen bleibt, okay, wir wollen eine wehrhafte Demokratie sein und an welchem Punkt geht es in die Richtung, wir sägen zu sehr an unseren eigenen Grundwerten und wo fängt es an, sich selber in eine autoritäre Richtung zu bewegen? Wo wird es Zensur? Genau. Mhm. Das ist eine ganz schwierige Fragestellung und ich bin froh, dass Sie das jetzt nochmal aufbringen. Ich kann mich erinnern, dass die ersten Überlegungen, wie nicht nur die Netzwerke, sondern überhaupt das Internet aufgekommen ist, ja waren, das ist jetzt ein neutraler Raum, das ist ein Raum, wo sich alle gleichmäßig und gleich stark bewegen können. Wir wissen, dass das nicht so ist. Jetzt ist es aber so, dass es in anderen Räumen auch nicht so ist, zum Beispiel in diesem. Also da gibt es gewisse Regeln, wie was funktioniert. Das heißt aber nicht, dass sie eingeschränkt sind, was zu tun, aber es gibt ein Regelwerk. Ja, es wird jemanden geben, der auf sie reagieren kann, es kann ein Diskurs geführt werden, etc. Das heißt, es gibt ein Regelwerk, dem sozusagen alle gleichmäßig zustimmen oder nicht. In dieser Hinsicht würde ich es verstehen wollen. Das heißt, zu sagen, man schaltet Werbungen beispielsweise oder man sponsert gewisse Inhalte, weil man als Konzern bestimmt, wir wollen die rein oder es ist uns egal, wer sponsert, wir nehmen es einfach rein. Das wäre für mich zum Beispiel so ein Fokus, wo man sagen kann, will man, dass man zum Beispiel die Waffenlobby reinkriegt etc. Welche Inhalte sind wieder ein anderes Thema, aber wenn jetzt dezidiert Falschmeldungen sind oder auch Aggressionen, Shitstorms, Trolle etc. sind, dann finde ich es bemerkenswert, dass wir jetzt, glaube ich, in dem Raum sagen würden, wir würden das gegenseitig regulieren wollen, aber im Digitalen nicht. Also wie kommen wir darauf, dass wir in einem Raum, der eigentlich nicht demokratisch ist, wie wir es wissen, nicht meinen, dass vielleicht die Regeln helfen könnten, dass es demokratischer wird. Dass immer ein Tanz auf dem Vulkan ist, stimme ich Ihnen zu. Aber zu sagen, wir verstehen es unter Freiheit, dass wir einfach gar nichts regulieren, glaube ich, ist ein Missverständnis vom Begriff der Freiheit, weil der ist immer relativ. Ja, also da glaube ich, vertun wir uns etwas, wo wir es viel, viel besser nutzen könnten, nämlich um die Zivilgesellschaft zu stärken. Wenn ich aber die Angst haben muss, dass da Waffenlobbys oder andere Konzerne, die es sich leisten können, sozusagen Propaganda treiben und keiner schaut drauf, weil es ist ja quasi eh der freie Markt,
dann glaube ich, dass es wirklich zu einer Gefährdung auch von Demokratien führen kann. Und das sehen wir ja auch. Ja? Auch die Aufrufe zum Kapitolsturm sind über soziale Netzwerke gegangen etc. Das muss man schon sich auch vor Augen halten. Ja? Aber dass natürlich auch ein Unterschied ist, und das wäre jetzt wieder eine eigene Veranstaltung zum dem Begriff der Meinungsfreiheit bei Elon Musk und vielleicht der Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit in demokratischen Verfassungen, glaube ich, ist auch unhinterfragt. Ja? Also Sie haben recht, das ist ein heikles Thema, aber ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns befassen werden müssen, weil die Zukunft wird, so wie die Pläne auch sind, nicht nur dieser Regierung, sondern auch in anderen Ländern, werden digitaler werden. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, wir arbeiten danach und nicht am Puls der Zeit. Ja, also wir beschließen Verbote für TikTok jetzt, überlegen wir das für Behörden, wir sind aber nicht am Stand der Diskussionen mit Expertinnen und Expertinnen zur Situation, wenn zum Beispiel diese Apps eingeführt werden etc. Ja, das war ein Schlusspunkt, der nochmal rückgegriffen hat auf die Diskussion vorher und vielleicht auch ein Ausblick ist auf ein Thema nächstes Jahr. Ich greife den Vorschlag nochmal auf. Ich möchte Ihnen Danke sagen, dass Sie so ein aufmerksames und interessiertes und jetzt auch kritisches in der Fragestellung Publikum waren und vor allem großes Danke ans Podium. Danke nochmal Lisieren, Raimund Löw und Katharina Zwins. Dankeschön. Danke. Dankeschön.